Nicht gewusst. Was? Der ist tot. Okay. Ich glaube, ich kenne mich aus. So, die Energie müssen wir nochmal holen. Hier waren zwei Granaten drin. Sind sie nochmal drin? Sehr gut. So. Boah, Mann. Gut, da kommen dann von hinten nochmal welche. Waren die beiden. Lebt natürlich noch mit der Schrotflinte, aber der ist so weit weg. Ich kann ein bisschen Munition vertragen, deshalb gehe ich jetzt nochmal zurück. Kann ich hier. So. Das ist aber nicht mehr wert. Das bedeutet, wir müssen uns jetzt wieder erstmal durch ein paar Gegnerhorden schlagen, bevor wir hier weiterkommen. Hier, der hat ja nichts mehr dabei gehabt. So, hier geht's dann weiter. Hier ist noch ein bisschen Munition. Und explosive Fässer. Hier geht's nicht weiter, hier geht's weiter. Na gut. So, das wird schon mal. Könnt ihr alle aufmerksam machen? Okay, lebt jetzt da hinten noch her. Ja. Na, wo bist du? Okay. Das sind noch welche. Schauen wir nochmal. Ich habe noch keine Granate mehr. Da hinten ist ein Kollege. Der ist jetzt so dort. Ja, okay. Sehr gut. Lebensenergie habe ich jetzt ein bisschen. So, Schrotflintenmunition brauche ich leider nicht. Speichern, gut. Was ist das für eine Musik? Oh. Was, wo? Ja, nein, bitte nicht. Okay. Hier ist nichts. Aufklärer in Position. Aufklärer. Okay. Hm. Ah, gut. War wieder jetzt nicht so clever. Also treffe ich ihn ja gar nicht. Das sehe ich gerade. Ja, er trifft mich. Ich glaube, er schon wieder da vorne ist. Ist das noch einer hinten? Ich schlage das mal meine letzte Munition nach. Okay, hier hätte ich was gehabt, was mir helfen hätte können. Jetzt erstmal nichts außer sehr starkes Licht. So, hier ist jetzt die Rakete. Gut zu wissen. Sonst. Ist erstmal ein bisschen was zum Sprengen, das hätte ich verwenden können vielleicht.
Hier ist nichts. Hier gibt es noch Munition bestimmt. Jo. Bisschen jedenfalls. Hier gibt es dann Wetter. Hier gibt es nichts. Na dann. Dringen wir an in die Nuklearbasis. Okay. Der andere. Ah. Na gut. Bin ich jetzt auch ein bisschen blöd vorgegangen. Zumal, weil ich einmal die Wand abgeschossen habe. So, ja, es soll so viele coole neue Effekte geben, so wie diesen hier. Also ich meine, das gab es ja jetzt auch schon bei Half-Life 1, aber nur halt ein bisschen, soll ich sagen, noch nicht so aufwendig, natürlich. Ging ja auch nicht. Launch Control. Haben wir irgendwas gemacht, anscheinend. Egal, ich lade mich erstmal meinen Anzug noch ein bisschen auf, bevor ich hier dann irgendwas mache. Oh. Soll ich irgendwo raus oder so? Ah, nee. Ah, hier ist das viel geiler aus hier in dem Ding. Yay. Ja. Oh yeah. Tschö. Oh, hier wird jetzt ein Flix. Kein Plan. Deine Bestimmung ist es, irgendwo ins Weltall zu fliegen. Tür ist offen. Ist das gut? Ist das schlecht? Wir werden es gleich rausfinden. Hier ist erstmal nichts, okay? Hier ist nichts, wirklich. Verdammt, ich will hier ran. Hier ist ein Blutspur, glaube ich. Ja. Naja. Da mache ich mir jetzt nicht viel draus, dass ich da nicht rein kann. So, jetzt müsste das kommen, dass sie mich jetzt wieder nicht zurücklassen. Wo muss ich denn eigentlich hin jetzt? Hier ist zu. Hier kommen, soweit ich weiß, gleich wieder Gegner. Herunter vielleicht. Hier runter vielleicht. Ne, hier geht's nicht. Ah, hier rein, genau. Aber wir müssen doch jetzt Gegner sein noch, oder? Jetzt werde ich gleich rausfinden. Wie sie erst abschießt, werde ich es rausfinden. Erstmal nicht. Ich werde speichern. Okay, bis jetzt noch alles ruhig. Finde ich gut. Kann ich mitleben. Ich mag es, wenn es ruhig ist. Hier ist nichts. Hier ist noch eine Kiste. Da links ist nicht mehr Zugang. Schrotflinten, dort Munition. Kann ich auch brauchen. Hier kann ich runter. Keine Ahnung, ob ich das brauchen kann, dass ich hier runter gehe. Hier unten ist. Okay, das sieht gefährlich aus. Komm ich darüber? Ja, natürlich. So, ja. Na. Gut, hier ist aber sonst sowieso nichts. Also würde ich sagen, ich hau mich jetzt hier mal runter. Und Servus. Okay. Hier sieht so aus, als ob das so nicht gehören würde. Ich meine, was soll das? Warum ist da ein Karton drinnen? Ich meine, das gehört doch ganz bestimmt nicht so. Aber das gehört bestimmt hier rein. Ja, wird man da jetzt, keine Ahnung, Energiewörter bestimmt jetzt drinnen.
Und alle Munitionsvorräte komplett auffüllen und so, und ich werf's einfach mal da rein. Naja, damit kann ich erstmal leben. Aber ich schaue erstmal noch, was hier ist. Hier sind nur Minen, die habe ich aber vorher noch nicht gebraucht, da brauche ich es jetzt auch nicht. Hier drin ist gar nichts, hier gäbe es Energie, wenn ich welche brauchen würde. Gut zu wissen, und jetzt haben wir hier einen fetten Wagen. Mit, sogar mit Mauszeiger, ist doch schön. Anscheinend eine digitale Anzeige habe ich jetzt gespeichert. Oh ja. 40 km/h. Na, sehr was. Wie weit geht denn das? Bis 60 km/h, schätze ich jetzt einfach mal. Das sehen wir dabei noch nicht, weil die Daten geladen werden. Wie viele Ladebildschirme haben wir jetzt in der Aufnahme gehabt? 3, oder? Also insgesamt jetzt schon. Ich nehme jetzt schon seit 50 Minuten. Vielleicht auf. Und ja. 3 Ladebildschirme hatten wir erst. Ich komme hier überhaupt nicht voran, sehe ich. Merke ich irgendwie gerade. Festnahme, das finde ich nicht so gut. Mein Dings wird hier nicht. Mein Dings, mein Wagen. Okay. Tschüss. Wow, 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 wow. Und da hinten steht schon wieder einer. Gut. Hier war eh nichts. Hier war nirgends was, weil ich hätte einfach drauf stehen bleiben sollen. Na, super. Ich habe die perfekte Waffe dafür, würde ich sagen. Haben wir. Ich glaube, wir haben ihn. Oh, da sind ja noch. Ich habe nichts wirklich irgendwas, das ich den fertig machen kann. Okay. Okay, da ist er. Da liegt er, da liegt er, da liegt er. Ah, da liegen alle und sind alle, die tot sein sollen, sind tot. So, hier. Sehe ich jetzt nichts. Hier kann ich nicht rein, dass das rot leuchtet. Ich höre gerne noch meine Munition ab. Ah ja, hier wäre ich dann runtergestürzt, anscheinend. Ja. Okay, hat geklappt. Komm ich hier rein? Hm, leider nicht. Gut. So, das kommt mir doch schon irre bekannt vor als Half-Life 1. Jetzt gibt es ein bisschen Unterwasser-Action. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich hin muss. Ich glaube auf die andere Seite. Darum schaue ich erstmal hier rein. Hui, oh. Ja. Ah. So, ein bisschen Licht könnte nicht schaden. Sehe irgendwas Bösartiges? Nee. So, gut. Dann würde ich sagen, ich nehme mal hier. Trotzdem, ob hier was drin ist, aber ich glaube nicht. Gut, runter, 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 runter. Ich würde sagen, wir gehen hier rein. Können wir schneller schwimmen? Nein, können wir nicht. Okay, dann werden wir einfach hier jetzt durchschwimmen. So. Hier werden wir auftauchen. Denn Isaac schon aus der Puste gewesen. So, stellen wir uns ein bisschen auf die Kiste drauf. Dann geht's hier auch schon weiter. Hoffe ich. Geht's ja weiter? Ja, ducken einfach. Ja. Gut, hier geht's nicht weiter. Hier geht's. Komm an, aber hier geht's weiter. Wenn ich alles täuscht. Ich täuscht alles. Tch. So, na, wo geht's denn da weiter? Hier vielleicht. Nee, wo ging's denn da nochmal? Oder ging's hier gar nicht weiter? So. Er war hier schon drin. Er war gar nichts, weil ich das beurteilen konnte. Absolut gar nichts, genau. Ich bin hundertprozentig sicher, dass hier nichts drinnen ist. So, hier habe ich auch schon reingeschaut. Also auch gar nichts. Dann bin ich hier falsch. Okay, ohne Schaden zu nehmen, doch noch rauskommen. So, ich hoffe, hier gibt es noch einen anderen Weg, als außer hier rein. Nein, gut. Aber hier gibt es auch keinen Weg mehr raus. Sehe ich das richtig? Ich habe vergessen, hier raufzukommen.
Oh ja. Hier durch geht's auch nicht. Sollte ich gerade sagen, oh ja, hier geht's durch. Aber nein, hier ist auch nichts, was mir. Nö, dann geht's doch so weiter. Sorry Leute, wenn ich jetzt ein bisschen wieder langsam bin. Aber ich habe keine Ahnung, was lang geht. Hier sieht der Höhe richtig aus, aber. Ja, unten. Okay, wieder ohne Schaden zu nehmen. Nö. Der Vorschlag von mir wäre hier rein. So, ach, ist doch kompletter Blödsinn. Dann wäre ein weiterer Vorschlag. Ich schaue nochmal, ob es hier vielleicht weitergeht. Alter, wie blöd bin ich denn eigentlich? Gut, hier geht's weiter. So, hier und hier rauf. Und hier kann ich auftauchen. Kann ich hier auf? Ja, kann ich. Zum Glück. Hier ist er. Okay. Hier ist jetzt entweder eine versperrte Tür. Okay. Ja, was sehe ich sofort, was ich zu tun habe? Au. Au, au, au. Das war Absicht. Das war Absicht. Das war Absicht, dass man glaubt. Oh. Gut, ich bin nur noch so lange dort stehen geblieben. Das bringt mich darauf, wieder mal zu speichern. Mitgerissen zu werden, und zwar in meinem Tod anscheinend. Hier bin ich hergekommen. Hier wollte ich hingehen. Hier war es aber falsch. Was für Arschlöcher einfach. Ne? So, hier geht's nicht durch. Hier unten, hier gehe ich dorthin, dann schaue ich mal. Ha, 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 ha. Oh, oh, ich muss unbedingt, jetzt muss ich, jetzt wird's aber langsam Zeit, dass ich, danke. Weg aus, bist du gerade wieder Buchstab. So, jetzt bin ich hier. Ganz ein bisschen längere Folgen. So, als Start, dass ich mal wieder aufnehme. Jetzt soll ein bisschen längere Folgen. Das ist. Sagen wir nicht, dass ich schon wieder falsch bin. Was für die Bretter? Okay. Ich kann die Tür öffnen. Ich kann. Granatwerfer-Munition aufsammeln. Aha. Und hier kann ich dann bestimmt auch. Ne, sehe ich gerade nichts, dass ich irgendwas machen kann. Ist jetzt auch wurscht, welchen Weg ich gehe. Ich kann einfach da raus. Ja. Das ist noch immer gefährlich. Kann ich hier nicht einfach durch? Ja, okay. Gut, dann ist es Blödsinn, dorthin zu gehen. Da muss ich das Wasser ein bisschen nach oben treiben. Lassen. Aber wie mache ich das, Leute? Wie mache ich das? Ich kann jetzt zum Beispiel hier die Tür aufmachen. Aber es geht nicht, weil es keine Tür zum Öffnen ist. Hier habe ich keine Möglichkeit, Wasser aufzudrehen. Das bringt jetzt absolut nichts, das Bretter hier wegzugeben. So. Hier irgendwo Wasser aufdrehen? Kann ich hier oben raus? Nein, hier kann ich nirgends raus. Also da oder da. Und jetzt verliere ich gleich. Isaac. Warum sage ich jetzt Isaac? Mein Gordon. Oh Mann. Dead Space, Half-Life. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los jetzt? Was kann ich denn
Was könnte ich denn jetzt noch machen? Könnte hier zum Beispiel. Alter, ich habe keine Ahnung. Ich muss das Wasser einfach in die Höhe treiben, aber wie mache ich das? Bin ich sowieso wieder da. Ha. Ich habe leider keinen Plan gerade. Das ist natürlich blöd. Hier war ich auch schon drin. War ein totaler Flop. Hier drin nachzuschauen. Ich stecke schon wieder irgendwo fest, okay? Hier ganz zurück möchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Also der einzige Weg, aber das werden wir in der nächsten Aufnahme herausfinden. Puh, ja, ich. Was ist, kann jetzt nicht gerade genau beurteilen, ob wir jetzt weit gekommen sind oder nicht. Ich weiß es nicht. Dann nur die drei Ladebildschirme nur haben mich ein bisschen. Sagen wir irgendwie, dass wir nicht so weit gekommen sind, wie es eigentlich gedacht wäre. Wir sind noch immer im Kapitel auf Schienen. Und ja, da werden wir auch so schnell nicht wegkommen, wie ich das sehe. Ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen bei den drei neuen Folgen, die ich jetzt hochgeladen habe. Wenn ihr dieses Video gesehen habt. Dann hoffe ich, wir sehen uns bei weiteren Videos wieder. Ich hoffe, diese drei neuen Folgen haben euch gefallen und hoffe, wir sehen uns bei einem meiner nächsten Videos wieder. Sage erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt Spaß und so weiter. Tschüss, euer Marc.